Rot-weißes Spitzenspiel oder besser gesagt Blau-Gelb gegen Gelb-Blau im Nachholspiel des 29. Spieltag der Regionalliga West, das Rot-Weiß-Derby, präsentiert von Sportlines Sportplatzmarkierung und die Partie ganz im Zeichen von Stop the War. Deshalb beide Teams mit Sondertrikots in den Nationalfarben der Ukraine. Essen hier am Ball, spielt in Gelb und hat den besseren Beginn. Justin Hekeren muss sich bei dem Schuss allerdings noch nicht groß anstrengen. Das war nicht das Riesenproblem. Allerdings Probleme gibt es in den Folgeminuten. Luca Dürholz und wieder Hekeren. Die Fahne geht hoch. Das Ganze aber symbolisch für die Anfangsphase. RWE läuft immer wieder an. Und RWO, die müssen die Luft anhalten. Engelmann vorbei an Hekeren und da ist das 1:0. Nee, die Fahne schon wieder oben. Also, Rot-Weiß Essen und abseits. Das ist noch keine Liebesgemeinschaft hier im Stadion Niederrhein. Und Engelmann, der dreht so ein bisschen auf. Wunderschöne Bewegung. Allerdings statt selber abzuschließen, hätte er Thomas Eisfeld mitnehmen sollen. Der war relativ alleine und hat dann hier eine schöne Idee. Sandro Plechati und schon wieder Justin Hekeren. Das beste Kleeblatt auf dem Platz, trägt die Nummer 1 und ist da mal einmal kurz Knockout, weil er es mit Köpfchen macht und den Ball voll vor den Schädel bekommt. Von Oberhausen nichts zu sehen in der Offensive und auch in der Defensive nichts zu sehen. So alleine wie Eisfelder ist und schon wieder riesen Glück für die Kleeblätter, dass RWE es im Abschluss nicht ganz so genau nimmt. Und ihr kennt ja das alte Fußballsprichwort mit dem, wenn man vorne nicht trifft, dann klingelt's nämlich hinten und so ist das dann auch. 1-0 RWO, Pierre Fasnacht sagt guten Morgen Rot-Weiß Essen. So schießt man übrigens Tore. Der Gruß an Nils Winter, der nicht dabei sein kann. Eine schöne Komponente beim Torjubel und dieser Schuss lässt nicht nur Golz keine Chance, sondern den RWO-Fans die Kinnlade runterklappen. Zur Pause feiert der Underdog und das sogar wortwörtlich. Die Führung zur Pause für RWO etwas glücklich und für RWE ein Grund zur Wut. Kein Wunder, man hat doch so viele Chancen gehabt und mit dem ersten Torschuss von Durchgang 2 schickt der Engel knapp 3000 mitgereiste Auswärtsfans ins Paradies. Ein himmlischer Schuss von Simon Engelmann. Schaut's euch an, warum einfach, wenn's auch schwer geht. So viele Großchancen liegen gelassen und dann muss es der Top-Torjäger vom Dienst machen. Apropos Top-Torjäger vom Dienst, das ist bei RWO Sven Kreier und der lässt da die 100%ige liegen zur erneuten Kleeblattführung. Jakob Golz feuert nochmal an, sagt, Jungs, hier ist noch alles möglich. Die drei Punkte, die nehmen wir doch wohl mit, oder nicht? Und Marius Kleinsorge bereitet da fast ein Eigentor von Holthaus vor, der einmal kurz durchatmet, nachdem der Ball auf und nicht im Tor landet. Wir sind in den letzten Zügen der Partie. Stadtmann und der eingewechselte Hüseyin Bulut per Kopf. Heber verhindert da noch so gerade Schlimmeres. Und auch wenn die Kleeblatt-Jungs da noch ein bisschen was zu diskutieren haben, am Ende bleibt es beim 1:1. Rot-Weiß Essen scheitert an sich selbst, der Chancenverwertung und Justin Hekeren RWO freut sich über einen Punkt gegen den großen Rivalen, der irgendwo auch dank Hälfte 2 nicht so ganz unverdient ist und somit der Underdog mit guter Laune nach der Partie.